So, hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Es geht weiter. Und wir sind dabei, einen massiven militärischen Angriff auf dieses Gebiet hier vorzubereiten, um dieses wundervolle Gebäude in unser Besitz zu nehmen. Skopos? Und ja, viel mehr muss ich eigentlich nicht sagen. Das meiste wisst ihr ja eigentlich schon. You Habt see? ihr schon Osto. gehört, gesehen, Osto. und so weiter und so fort. Und ja, wir bereiten da einfach Truppen vor, noch ein paar Verbesserungen anschließend und dann machen wir einfach wirklich volle Pulle da drüber rennen. Massiv mit vielen Truppen, ohne Rücksicht auf irgendwelche Toten auf beiden Seiten. Leider. Ich würde ja gern etwas sozialer sein, aber man zwingt mich zu einem heftigen Kampf. Und ja. Was ist das? Ach du. Du unnette Eugene, Persönlichkeit, hä? Mark. Mark. Okay, unser liebevoller Osto. Kollege hier hat uns da schön Eugene. Eugene. gut Mark. fertig gemacht. Osto. Wundervoll. Eugene. Dann machen wir ihn halt fertig. Eugene. Hallo. Es lost, Eugene. Okay. Die lass Denn da. Eugene. Was? Du kannst ihn Es gar nicht lost. schmeißen. Das Es ist lost. natürlich dumm. Mark. Osto. Okay, Osta. Yuji. Ja, kämpfe, Castor. Oder Es auch nicht. lost. Okay, ist gut. Zurück, Rückzug. Osto. Yuji. Mark. Na, da kommen schon die nächsten, oder was? Es lost. Yuji. Dieses Es lost. unangenehme Osta. Geschöpf namens General und seine Truppen. Es lost. Die sollte man so richtig Es schön lost. verprügeln. Yuji. In his face, Osto. sozusagen. Wie man es so Yuji. schön sagt, halt. Yuji. Ja, Yuji, das Kilasmaki. Ding da und bam, Osto. Yuji. flieg Mark. weg von da. Yuji. Okay. Mark. Yuji. Gut, Mark. dann machen wir das ganz einfach. Mark. Hierhin. Burei. Hier macht gar nichts und du Adios. ziehst dich zurück hierher Yuji. und die Typen gehen drauf. Wonderful. Genau so. A hero has fallen. Okay, Reiterei macht das Ding platt. Yuji. Er hat irgendetwas gegen Yuji. meine Bogenschützen. Und ich habe irgendetwas gegen Yuji. Menschen, die etwas gegen meine Bogenschützen haben. Skopos? Es los. Mark. Yuji. Okay, komm, das zieh dich mal zurück. Hä? Es lost. Einfach schön dich zurückziehen und genau da hinten kannst du ja eh kämpfen. Wunderbar. Osto. Wonderful, Yuji. gut. Mark. Gut. Yuji. Es so lost. macht man das. Skopos, Yuji. Yuji. Okay, wunderbar. So, inzwischen haben wir es gelernt. Oh, was ist das denn? Oh. Na, das sieht jetzt sehr ungeschützt aus. Osto. Das könnte man eigentlich ausnutzen. Burei. Aber zunächst mal. Sowas. Skopos. Ja, genau. Adios. Und dann weiterhin speichern und nächster Versuch. Wartet mal, wo haben wir? Auf 3, glaube ich.
Ich hoffe, es ist auf 3 und sonst noch. Und jetzt nächster Angriff. Und nächster, bis der Typ hier aufgibt und nichts mehr zu tun hat. Hopp, los. So verlieren wir nämlich am wenigsten an Truppen. Theoretisch. Ja, was auch immer das heißt. Hopp, mach das Ding kaputt. Und bitte mach es wirklich kaputt. Ich hab nicht vor, dass du drauf gehst. Okay, du hast aber vor, drauf zu gehen, was? Okay, Junge, renn weg. In der Hoffnung, dass du schneller bist als das Ding. Genau. Wunderbar. Zieh dich zurück. Sonst verlieren wir dich noch. Das wäre ja nicht unser Ziel, unseren Chef zu verlieren. So, so, und da die... Eine der zwei unangenehmen Patrouillen. Die zweite ist deutlich unangenehmer, aber die sehen wir jetzt gerade nirgends. Von dem her, nanu. Was kann man da schon machen? So, Castor, heil dich. Gut, wunderbar. So, und jetzt noch die restlichen Bogenschützen. Und dann hätten wir das eigentlich schon. Okay, die sind eigentlich auch schon fast kaputt. Aber nanu. Gut, gut, wunderbar, wunderbar. So, kleine Angriffe und eigentlich haben wir in letzter Zeit fast keine Einheiten verloren und unser liebevoller Gegner einen Haufen an Einheiten. Da habe ich gar nichts dagegen. Was hast du davon, Herr General? Mark, los. Los. Osto. Wo ist das Türmchen? Genau. So, und jetzt? Jetzt, Türmchen, gehst du drauf. Hoffentlich. Okay, Okay, Castor. Du sagst. Ein klein wenig. Ah, da ist der unangenehm kleine Trupp. Der rennt jetzt sicherlich auch zu uns. Aber wir sind ja auch bereit, dem etwas entgegenzusetzen. Oh, wartet mal, wir können es gar nicht mehr. Oh, wir sind vollständig. So cool. Aber wenn das nicht toll ist, dann verbessern wir da weiter. Wonderful. Gut, was? Aha. Okay. Gut, da sind irgendwie nur noch zwei Reiter da. Die könnte sogar Castor allein schaffen, wenn er stark genug wäre. Die Truppen sind bereit, wir müssen sie nur noch verbessern. So. Ah, ja, natürlich, Gold. Alles braucht Gold, immer dieser Kapitalismus. Ja, immer dieses geldsüchtige Getue. Ist traurig, ist wirklich traurig. Einfach mal die Mauern zu verbessern, ohne irgendetwas dafür zu wollen. Nur weil es dem Volk eigentlich gut tut, indem man drin ist. Nein, das macht man nicht. Da muss man dafür zahlen. Natürlich. Also, nächster Versuch. Schnell speichern. Und machen wir das Türmchen ganz zu Ende. Kaputt. Hoffentlich. Sehr hoffentlich. Osto, die lass mal gehen. Ja, genau. Oh. Opa. Castor, ich müsste dich drauf gehen lassen.
Weil ich kann leider nicht zulassen, dass das Ding zu meinem Tor rankommt. A hero has fallen. Genau. Unglücklicherweise musste das jetzt passieren. Okay, und jetzt steht ihr alle da, wunderbar. Ja, no problem. Genau, lauft da weg. Weg mit euch. Weg, 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 weg. Das sind irgendwie sehr viele Truppen. So. Gut. Gut, 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 gut. Können die Truppen auch irgendwie weglaufen? Das wäre natürlich einfach so nett wie nichts anderes. Das sind 30, wunderbar. Was wir natürlich tun könnten. Aha. Saven und unseren Helden wieder zurückholen. Mit einem sich aufopfernden Bauarbeiter. Der bereit ist, Castor wieder in die Welt zu bringen. Und der ganze Trupp sollte eigentlich drauf gehen. Der geht mir sehr fest auf den Keks. Okay, du gehst jetzt wieder weg. Castor? Wunderbar. Genau das wollte ich eigentlich. Das hingegen wollte ich nicht. Ja. Okay, Castor, du bist ein sehr mühsames Geschöpf. Aber na nun. Ja, zieht weg da. Zieht Leine. Geht. Geht. Geht, geht, geht. So, und wir holen unseren Helden nochmals. Das mal bitte so, dass er auch wieder geholt wird. Tatsächlich. Okay, und zurück. Wonderful, du heilst dich, bitte. Aha, das sind also die Truppen, die eigentlich dieses Ding beschützen, hä? Theoretisch. Das holen wir uns dann auch noch, keine Angst. Skobos. Gut. Die Mauern sind besser geworden. Und wir brauchen wieder Gold. What else? Gut. Skobos. Mark. Yuji. Was? Genau. Osto. Osto. Yuji. Und hoffen wir, dass da nur die zwei Reiter sind und sonst niemand. Weil, falls dem so sein sollte, hätten wir eine gute Chance, das Ding hier zu holen. Oder auch nicht. Okay, Junge. Du hast einfach keine gute Chancen. Irgendwie, in letzter Zeit. Okay, und die Typen sind auch immer noch dort. Keine Angst, das ist nicht so schlimm. Ja, ja, rennt hinterher. Komm, zieh mal einfach so an der Wand vorbei. An der Mauer. Wonderful. Gut. Also, und jetzt gucken wir, dass da alles in Ordnung ist. Okay. So, ohne eigentlich irgendetwas an unseren Truppen zu verlieren, haben wir quasi sein ganzes Militär hier zerstört und vernichtet. Und wenn ich das jetzt nicht cool finde, und ich finde das jetzt wirklich cool, das war jetzt, also ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich finde, das war jetzt eine sehr elegante Lösung meines Problems. Von dem her können wir das eigentlich so stehen lassen. Ja. Und nun machen wir
es zu. Wunderbar. Ah, wie schön. Wie wunderbar schön ist das denn? Okay, zieht weg. Zieht einfach nicht dorthin, wo ich denke, dass er hinzieht. Bitte. Ich fände es nämlich nicht so lustig, wenn er jetzt da wäre. Andererseits haben wir ja Castor, der kann sie dann schon platt machen. Der ist stark genug, um das zu erledigen. Gut, wunderbar. Next. An dieser Seite was wegbringen. Genau. Und zwar da eine schöne Mauer, die hier alles zumacht. Wir könnten eigentlich so langsam unsere Truppen da rausziehen. So in die Nähe bringen, quasi. Okay. Burek. Es los. Yuji. So, dann noch was schnell auf. Für alle Fälle. Gut, wunderbar. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig da dran vorbeiziehen. Yuji. Ohne dass irgendetwas Böses passiert. Es los. Ganz, ganz vorsichtig. Ganz, ganz, ganz vorsichtig. Wunderbar. Genau das habe ich gemeint. Genau, von der Innenseite. Wunderbar. Hopp, schneller bauen, Junge, schneller. Okay, das könnte sein, dass wir das jetzt einfach so relativ leicht holen. Oh Gott, was ist das für ein Trupp? Oh no 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 no. Da bleiben, da bleiben, da bleiben. Oh Gott. Okay, Jungs, Skopos? Bereitstellung. Yuji. Yuji, Mark. Müsst euch in Stellung bringen. Sonst haben wir bald ein kleines Problemchen. Und du sollst deutlich schneller bauen, Junge. Hopp, 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 hopp. Das sollte gehen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich glaube an dich. Ja, wunderbar. Und jetzt da vorsichtig. Vorsichtig, aber trotzdem schnell. Wunderbar. Ja, 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 ja. Oh, oh, die Truppen bewegen sich. Das ist natürlich... Oh, Scheibe. Und jetzt verpisst du dich. Du gehst weg. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Okay. Ja, jetzt haben wir ein gröberes Problem. Okay, Jungs, also in dem Fall. Ausrücken. Nach vorne. Hopp. Hopp. Und hopp. Und 3-3. Bure. E poro fras. Herr Joes. Osto. Hier zumachen, bitte. Na Gott. Skopos. Okay, Jungs. In dem Fall könnt ihr jetzt alle kämpfen. Bure. Osto. Castor, bitte unterstützt diese Menschen. Yuji. Ma. Es los. Yuji. Okay, wo ist unsere Reiterei? Wie? Ah. Ja, man kann es natürlich auch so erledigen. Okay, los. Okay, nein. Jawohl, genau so macht man das. Okay, Junge, mach das bitte zu. Okay, und jetzt machst du bitte das hier auch zu. Okay.
Genau, langsam und vorsichtig, er geht schon noch drauf. Okay, Jungs. Ja, zieht jetzt da bitte weg. Ganz ehrlich, was soll das? Genau, wunderbar. Und meine lieben Freunde, ich gratuliere euch. Wir haben es geschafft. Okay, und jetzt reparierst du bitte das Ganze. Jetzt Bogenschützen. Wo ist unser Castor? Castor. Ja. Genau. Hol dir das Ding, Kleiner. Yes. Wir haben noch zwei Mann übrig von unserem Angriffstrupp. Reiterei ist eigentlich noch immer noch sehr gut dran. Die bleiben, glaube ich, hier. Der Trupp kommt nach vorne und deckt unseren hintersten Rücken. Und wir haben es tatsächlich geschafft in dieser Folge. Also wir haben schon das dritte Plenty Vault geholt, beziehungsweise das erste, das wir geholt haben, wirklich. Und ja, jetzt können wir an sich unsere Grenzen sichern. Das wäre doch was. Also wie haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, wunderbar. Sollte eigentlich aufgehen. 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wie gesagt, man kann ja höchstens 20 Türme bauen. Das heißt, da muss ich halt einfach aufpassen, dass das aufgeht. Ja, lieber Grieche, lieber General, das hattest du jetzt nicht erwartet. I am General Malagius, Lord and Master here. Nein, ich glaube nicht, dass du noch weder Lord noch Master noch sonst noch irgendetwas hier bist. Denn jetzt bin ich der Chef in diesem Gebiet. We've discovered an underworld passage. Das hingegen finde ich jetzt gerade bescheuert, dass wir das... Okay, nein, das war sehr dumm. Ja. Das war jetzt dumm, weil das Ding geht jetzt drauf. Ganz ehrlich, das werden wir so nicht halten können. Wenn es einfach so dort steht, aber ist gut, kein Problem. Gut, wunderbar. Also eigentlich soweit ist alles extrem gut bis jetzt gegangen. Und ich habe nichts, worüber ich motzen könnte. Und wir sind jetzt auch wiederum bei 20 Minuten. Also speichere ich das Ganze und gehe äußerst glücklich in den Abend hinein. Ihr hoffentlich auch, wobei ihr seht, ich weiß nicht, wann ihr das Video seht. Vielleicht lade ich es heute noch hoch, vielleicht auch nicht mehr heute, je nachdem, wie ich dann aus dem Ausgang zurückkomme, in welchem Zustand und um welche Uhrzeit. Naja, jedenfalls, das hat alles heute wunderbar geklappt und es freut mich und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss, ciao!